Drachenschweif liegt vor uns, Clive. Ohne ihn ist ganz Sturm von den Kristallen befreit. Das wird auch Zeit. Aber Vorsicht. Bahamut ist hier noch irgendwo. Und ich wette, wir sehen ihn wieder, bevor all das vorbei ist. So viel Zerstörung. Irgendwie kommen wir schon zurecht. Spürst du das auch? Äther. Na wunderbar. Noch eine Flucht. Sie sind schon akasisch. Dann gibt es keinen Grund zur Rücksicht. Ja! Es muss einen Weg nach oben geben. Riskant. Scheiße! Warte, Joshua! Ich komme! Wir müssen ihm helfen. Das werden wir. Aber dafür müssen wir weiter. Nicht die wieder! Nicht jetzt! Oh. Ja. 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 Ja.
Da ist er. Joshua! Ich bin hier, Bruder! Clive, er hört dich nicht. Joshua! Sie fliegen zum Kern. Schnell hinterher! Schnapp dich! Es muss der Ratspalast sein. Unglaublich, dass er noch steht. Ja, unglaublich. Er wird das schaffen, Clive. Er ist ein Kämpfer. Wir sind schon nah. Für jemanden anscheinend schon nah genug. Das hält uns aber nicht ab. Sicher nicht. Ja.
wissen, was das ist. Aber es muss aufhören. Sofort. Den da! Wesen. Sie werden stärker. Darüber denken wir später nach. Jetzt sollten wir uns auf eine Sache konzentrieren. Den Kern. Durchs Innere weiter. Versuchen wir es. Psst. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Ist da jemand? Mutter. Du bist es. Was ist hier passiert? Er hat versucht, ihn mitzunehmen. Oh, mein Junge. Mein lieber Junge. Ist dies etwa das Kind von dir und dem Kaiser? Wieso, Mutter? Wieso hast du uns verraten? Wage es nicht! Antwortet ihm. Was fällt dir ein, Wildling? Ein wenig Respekt, wir haben dich aufgezogen. Der ehrwürdige Erwin dachte stets an sein kostbares Reich. Doch welchen Wert hat das noch in einer Welt geplagt von Fäule? Es ging Vater nicht darum, sein Reich zu schützen. Er wollte die Menschen schützen. Es ist nicht die Aufgabe eines Herrschers zu beschützen. Er muss die Quelle seiner Herrschaft sichern. Das blaue Blut, das in seinen Adern fließt. Solange das rein ist, spielt es doch keine Rolle, ob ein Reich untergeht. Man gründet einfach ein neues. Im Gegensatz zu ihm habe ich meine Pflicht erfüllt. Ich habe mein Erbe bewahrt. Ich habe einen Sohn von so edlem Blut, dass die Welt ihn vergöttern wird. Deshalb verkaufte ich Rosaria an Sanbrek. Die Vereinigung meiner Linie mit den Lesage hat diesem geplagten Land einen Retter geschenkt. Mit dem Segen von Bahamut und dem Phönix.
Ein ganzes Land verkauft für so etwas. Wozu noch ein Sohn? Du hattest Joshua. Ich hatte nichts. Du warst ganz klar deines Vaters Sohn. So stark und kühn und verwegen. Und doch bist du nie erwacht. Hätte Joshua auch nur ein Zehntel deiner Kraft gehabt. Wie alle spotteten, dass Elwins Erstgeborener der Sohn einer Konkubine sei und meiner dem Tode geweiht. Diese Schmach, ertragen zu müssen, wie Untergebene über mich lachen. Ein Gefühl, das du nie verstehen wirst. Warum warst du es nicht? Warum hat der Phönix nicht dich auserwählt? Joshua hat sein gesamtes Leben die Last geschultert, die du, der Phönix und das Herzogtum ihm aufgezwungen haben. Deshalb wurde ich sein Schild, um ihm dabei zu helfen. Und was hast du getan? Deine Familie hintergangen. Und deinen eigenen Sohn hast du geopfert. Joshua, mein lieber Junge. Ich wollte ihm nie wehtun. Sie hatten klare Befehle, ihn zu verschonen. Warum hast du überlebt, während mein geliebter Sohn gestorben ist? Was? Hast du nicht aus dem Fenster gesehen? Joshua ist hier! Der Phönix lebt noch! Er kämpft da draußen gegen Bahamut! Joshua! Wach auf! Ich bin ein Schild von Rosaria. Und ich werde meine Pflicht tun. Clive? Clive!
Dann den Kerl. Später holen.
Diese Sphären absorbieren mehr Irrtum, als ich je gesehen habe. Oder nie, Joshua. Hinter mich schnell! Ja, meinst du?